Ihr könnt nicht zu uns aktuell, deswegen kommen wir wieder zu euch. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Europapark Weekly. Und ich stehe jetzt hier vorm Hotel Krona Saar und natürlich haben auch die Hotels und die Gastronomiebetriebe im Moment zu. Aber ich wollte euch zwei Sachen gerne zeigen heute. Einmal die ganz neue Sportsbar im Barber Svens und dann gibt es noch einen Chef's Table, nennt sich das. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich schaue mir das heute an und zeige es euch. Das kennt ihr schon, das ist das Barber Svens, das Entdecker-Restaurant. Und neuerdings kann man hier aber mal ein paar Pfeile werfen. Ich versuche mal mein Glück. Na, geht so. Aber wenn man hier kein Glück hat, gibt es noch den Billardtisch. So, ich habe nichts getroffen, ich habe keinen Bock mehr auf Billard, deswegen gucken wir mal darüber. Da gibt es noch was zum Kickern. Und der ist echt riesig. Cool. Also hier kann man nicht zu viert spielen, sondern sogar zu acht. Ja! Das war's. Ich gebe ab. Ich suche den Chef's Table und wir gehen mal in das Restaurant Tre Kronen. Das ist ein à la carte Restaurant und der Raum müsste eigentlich hier sein. Kommt mal mit. Oha. Also das ist echt mal ein Chef-Table. Das ist dann schon echt eine richtig exklusive Küchenparty, würde ich mal sagen. Ihr könnt den Raum hier buchen als Gruppe, bekommt dann ein mehrgängiges Menü und habt hier, und das finde ich schon richtig gut, einen exklusiven Blick in die Küche. Und hinter mir ist eine ganze Wand Wolfram Siebeck gewidmet. Hier ist dann der Blick in die Küche. Also sieht man live, wie die Sachen gekocht werden und ich guck mal, ob ich in die Küche irgendwie reinkomme. Also die Küche ist schon mal blitzblank für euren nächsten Besuch und es passieren aber natürlich noch viel mehr andere Dinge jetzt in der Zeit, wo der Park und die Hotels und die Gastronomie geschlossen ist. Wir hören mal rein in das Interview von Europa Radio. Wenn ihr das ganze Interview hören wollt, dann geht gerne mal auf die Homepage www.europa.radio, da könnt ihr noch mal alles nachhören. Wir gucken jetzt aber mal rein. Florian Bowe, erstmal herzlich willkommen hier im Europa Radio. Sie sind, und jetzt sage ich es einmal richtig und Sie achten darauf, dass ich es auch wirklich richtig sage, also Food and Beverage Manager in den Hotels des Europapark, vor allem aber für zwei zuständig, die wir auch alle kennen. Ne? Genau. Ganz genau. Das eine ist das Hotel Colosseo. Und das andere seit diesem Jahr dann noch, das Hotel Bellrock. Jetzt haben Sie gerade gesagt, in der Zeit jetzt gerade im Moment, da gucken wir auch so ein bisschen in unser Lager, dass sich da nicht alles irgendwie türmt an Sachen. Wie erleben Sie denn jetzt gerade auch mit Ihrem Team diese aktuelle Zeit? Wir haben jetzt nochmal so einen Lockdown. Sie hatten schon mal einen, Sie kennen das also schon. Wir haben es schon einmal durchgemacht. Wie erleben Sie das jetzt gerade in Ihrem Bereich? Wie schwierig ist es? Ja, man kann natürlich sagen, dass die Hotellerie und Gastronomie wahrscheinlich die am härtesten getroffene Branche ist momentan. Von daher sind die Auswirkungen natürlich gravierend. Ja, wir haben mehr oder weniger von heute auf morgen wieder die Leute in den Urlaub geschickt. Ja, und Überstundenabbau. Wir sind diesmal ja nicht in die Kurzarbeit gegangen. Und aber das lief ja binnen weniger Tage. Ja, muss man den Leuten erklären, gut, liebe Kollegen, jetzt ist erstmal für 4 Wochen hier das Licht aus und die Küche kalt. Ja, das ist natürlich schwierig, da den Leuten ins Gesicht zu schauen. Kurz vor Weihnachten, ja, da sind ja viele besorgt, aber auch da kann man auch wieder von Zuversicht sprechen, weil wir arbeiten ja in einem sehr gesunden Unternehmen und wir sind ja frohen Mutes, dass das ja wirklich eine sehr begrenzte Zeit nur ist diesmal. Jetzt sind Sie ja jemand, der in einem großen, in großen Häusern jetzt dann arbeitet. Das ist ja nicht so ein Restaurant, in dem man jetzt 30 Plätze hat, sondern Sie verantworten da mehr Plätze. Ja. Wie viele Gäste, wenn es wirklich mal Schlag auf Schlag kommt an so einem Abend, wie viele Gäste sind dann plötzlich mal da, um die Sie sich mit Ihrem Team kümmern müssen? Also wenn ich das jetzt mal auf 2 Hotels zusammenrechne, vor Corona, ja, das ist ja wichtig, da sind die Kapazitäten noch ein bisschen größer, dann sind das also insgesamt 5 Restaurants, wo wir dann gerne mal an so richtig schönen Tagen 1.600, 1.700
Gäste verköstigen. Ja, und da sind die Bars noch nicht mehr mit reingerechnet. Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke für die Zeit. Vielen Dank. Und bestimmt bis bald mal wieder. Florian Bobe, herzlichen Dank und alles Gute. Danke. Und wieder eine neue Folge hier bei uns im Europa-Radio und bei unseren Weekly-Folgen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Michaela Dollema da ist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und das Schöne ist, wenn wir uns treffen, tatsächlich habe ich gleich das Gefühl, man ist irgendwie in guten Händen. Sie strahlen dann auch erstmal und es ist eine Atmosphäre, in der man sich irgendwie wohlfühlt. Und jetzt sind wir ja gerade in so einer Situation, Frau Dollema, die ist für alle irgendwie natürlich ganz neu, auch traurig. Es ist alles so ein bisschen ungewiss. Ja. Wie leben Sie damit, mit Ihren Mitarbeitern und auch in den Hotels, die ja jetzt einfach leer sind? Das muss ja ein trauriger Anblick sein. Tatsächlich. Es gibt nichts Unheimlicheres wie ein leeres Hotel, speziell wenn es dann draußen dunkel ist und man wirklich allein ist im Haus und dann hörst du alle Geräusche. Und es ist traurig, auf jeden Fall. Aber mittlerweile sprechen wir sogar schon jetzt in dem zweiten Lockdown von einer gewissen Routine, die wir schon wieder alle haben. Also dieser zweite Lockdown, der ist jetzt viel entspannter und gelassener abgelaufen wie der erste im Frühjahr, weil man ja schon viel mehr wusste, was auf uns zukommt, wie es läuft, wie man es handhaben müsse, wie man es angehen könne. Unser Hygienekonzept hat man schon in der Tasche, das muss man, also für die Wiedereröffnung im Dezember, das musste man ja im Frühjahr alles neu kreieren. Da bin ich auch dankbar für so eine tolle Führungsmannschaft. Wir haben uns einmal wöchentlich im größten Veranstaltungsraum getroffen, immer bestimmt 10 Meter Abstand zwischen uns und haben uns da ausgetauscht und haben das Ding miteinander wirklich, glaube ich, ganz gut organisiert. Weil man musste ja und musste auch jetzt im zweiten Lockdown Tausende von Reservierungen rückbuchen, entweder umbuchen oder stornieren oder mit Wertgutscheinen ausstatten. Und alles, was nicht über einen Ticketshop geht online, wird dann über einen Gästeservice abgewickelt. Genauso Rulantica und all die Veranstaltungen, die man im Park habe, sei es jetzt Dinnershow, sei es Julbi. Es ist völlig wurscht. Jedes einzelne Ding, was schon verkauft war, muss wieder in den Rückwärtsgang gehen. Jetzt ist es ja sehr emotional, wir haben das vorhin angesprochen und wenn man durchs Haus geht, ist es ein anderes Gefühl, da sind keine lachenden Kinder, keine Leute, die sich freuen, kein Geschirr klappern, das fällt ja jetzt irgendwie alles weg. Haben Sie gespürt in diesen vergangenen Wochen, auch schon beim ersten Lockdown, was Ihnen vielleicht am meisten fehlt oder was Sie vielleicht auch berührt hat in dieser Zeit, was auch Ihre Arbeit betrifft? Ja, das ist ganz viel. Also natürlich fehlt einem der Gast oder die vielen Gäste in unserem Fall. Also das fehlt am allermeisten. Das ist ja auch das, warum ich und auch viele aus der Hotellerie sich überhaupt für dieses Berufsbild entscheide, dass man einfach Menschen um sich hat. Und logischerweise im Lockdown heißt es natürlich auch, dass wir mitarbeiterseitig zurückfahren, so weit, wie es nur irgendwie geht. Und das sind natürlich dann auch nur noch von Mitarbeiterseite ganz, ganz wenig Menschen um einen rum. Erstens fehlt einem dieser menschliche Kontakt. Aber das Leben ist natürlich auch komplizierter geworden. Nicht nur einsamer, auch am Arbeitsplatz gerade, sondern auch ein bisschen komplizierter. Dank Ihnen ganz herzlich, Michaela Dollemba, die Direktorin der Hotels hier im Europapark. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Und dann trinken wir vielleicht mal auch gemütlich eine Tasse Kaffee. Und dann gibt es nochmal eine Geschichte, die wir hier nicht erzählt haben, oder? Genau, so machen wir es ja schön. Vielen alles Dank. Gute und danke für alles. Ich habe zu danken. Das war's wieder mit Europapark Weekly. Wir versorgen euch weiter mit Infos und Neuheiten aus dem Park. Und dann heißt's hoffentlich bald wieder Zeit gemeinsam erleben.